Yo Leute, Dragondub hier. Ich bin die deutsche Stimme von Ian. Und jetzt viel Spaß bei Smosh auf Deutsch. Willkommen zurück zu sowas von wahrer Dokumentation. Heute folgen wir jemandem, der zu einem Meme geworden ist, um zu sehen, wie das Leben nach der Berühmtheit aussieht. Hi, mein Name ist Rodney Shelton und viele von euch wissen bereits, wer ich bin. Aber für den Fall, dass ihr es nicht tut, ich bin der... das ist gut, Meme-Kerl. Das ist gut. Also, wie das Meme zustande kam, ist so verrückt, aber lass mich die Story dazu erzählen. Ich wollte die Suppe essen, aber ich war mir nicht sicher, ob sie vielleicht zu heiß ist. Also habe ich einen Freund mich aufnehmen lassen, für den Fall, dass ich die Suppenhersteller verklagen muss. Das ist mir schon mal passiert. Also ich habe probiert und die Suppe war perfekt. Also habe ich, ich habe einfach darauf reagiert und so kam das. Das ist gut. Und das Internet ist explodiert. Das ging super schnell viral, also habe ich Wisconsin verlassen, zusammen mit allem, was mir im Leben wichtig war. Meinen sechsstellig bezahlten Job als Ingenieur, meine Frau, meinen Hund habe ich auf einem Feld ausgesetzt, habe mein Haus verkauft und bin nach Hollywood gezogen, um einer Karriere im Showgeschäft nachzugehen. Außerdem habe ich meinen Kumpel mitgebracht, der das originale Video gedreht hat. Er ist mein Director, Producer, Manager, Writing Partner. Ich schreibe einen Oh, das ist gut Film. Der Film wird wie der Pate, nur anstelle von Gangstern... Ist das Suppe. Oh, außerdem läuft unser Merch voll gut. Check das mal aus. Eigentlich soll da, das ist gut stehen, doch hier steht, das ist Gott, weil es ein Fehldruck war. Also, sobald das hier ausverkauft ist, werden wir den richtigen Spruch draufdrucken lassen. Wie viele von denen haben wir eigentlich schon verkauft? Ganze 5. 5000 Shirts! Nein, nur 5 Shirts. Vielleicht waren es auch nur 4? Rodney teilt ein Apartment mit anderen Meme-Stars, die nach L.A. kamen und andauernde Berühmtheit suchten. Sie nennen diesen Ort das Meme-Pire State Building. Das habe ich selbst erfunden. Hier wohnen so um die 15 weitere Meme-Legenden und wir haben echt eine tolle Zeit hier. Oh, so wie dieser Kerl hier, Maurice. Hey, was geht, Internet? Mach für sie dein Meme, ja? Oh ja, ja, ja. Oh mein Gott! Du bist so eine Legende! Würdet ihr bitte leise sein? Ich arbeite gerade an dem neuen Text! Das ist Sven. Er ist dieses alte Meme, auch bekannt als Misskerl Sven. Er ist noch aus einer Zeit, als die Menschen ihre peinlichen Motivationsmemes gepostet haben. Ja, so einer ist er. Sorry, Sven. In letzter Zeit bin ich einfach so müde. Ich... Oh, mein Arm! Er verschwindet! Man sagt, das passiert. Wenn dein Meme in Vergessenheit gerät, hörst du auf zu existieren. Oh Mist, genauso wie Coco. Was? Nein, das hier ist überhaupt nicht wie Coco. Ja, Maurice, ich sitze hier drüben und verstehe deine Vergleiche nicht, die du versuchst hier aufzuzeigen. Ich fühle, wie mein Körper abschweift. Rodney. Ja, Sven. Bitte, bevor ich gehe, spiel den Song, den ich so sehr mag und die Gitarre gehört dir. Yo, was zum Fuck? Das ist genauso wie in Coco. Erinnert euch an Meme! Ich werde Sven vermissen. Immerhin ist unser Meme länger anhaltend als so ein kleines blödes Foto. Oh nein! Nein, nein, nein! Alter, jetzt wirst du auch gekokot! Oh nein, das ist viel zu früh! Wie bleibe ich relevant, Maurice? Du musst tun, was ich getan habe. Du musst einen Song mit Mean Baby Girl machen. Oh nein. Mean Baby Girl ist eine 9-jährige YouTuberin, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, indem sie extrem vulgär ist und den Reichtum ihrer Eltern zur Schau stellt. Wisst ihr, ich möchte nicht abfällig über meine geschätzte Kollegin sprechen, doch die einzigen Menschen, die je mit Mean Baby Girl zusammenarbeiten würden, sind welche, die keinen Respekt vor sich selbst oder ihren Fans haben. Also für mich wäre das die allerletzte Option. Oh, Mean Baby Girl! Und Rodney! Wir sind hier, um allen hässlichen Hatern zu sagen, dass sie die Schnauze halten sollen. Ansonsten treten wir euch in den Arsch. Aha. Ich bin im Club und du bist hässlich. Das ist gut. Ich fahre einen Bentley und du bist hässlich. Das ist gut. Ich mach die fette Kohle und du bist hässlich. Das ist gut. Ich bin erst 9 Jahre alt und du bist hässlich. Das ist gut. Hat das Video geholfen? Nein. Die einzigen Kommentare über mich sind solche hier. Wer ist dieser alte, fette, hässliche Loser im Hintergrund? Schau.
Ich wusste, dass ich irgendwann nicht mehr relevant sein werde, aber nicht so früh. Seit wann existiert dein Meme schon? Ich weiß nicht. 9, 10 Tage? Ich hatte einen guten Lauf. Nun, der Traum ist jetzt vorüber. Also denke ich, alles was noch zu tun ist, ist zu verschwinden. Zusammen mit den anderen 1000 toten Memes. Bis gleich, philosophierender Raptor. Hey! Sind das deine Shirts? Ja. Oh, das ist Gott? Ja. Das ist brillant! Weißt du, ich denke, das ist genau der Slogan, den Christen gesucht haben. Denn die Leute stellen uns immer so Fragen wie, warum sieht der Baum so aus? Und jetzt haben wir unsere Antwort! Das ist Gott! Richtig! Mann, gib mir eine christliche Umarmung von der Seite! Alles klar! Rodney wurde zu einem riesigen Meme in der christlichen Welt. Dank seines neuen das ist Gott-Memes wurde das Christentum wieder cool. Seine nächste Single mit Meme Baby Girl war ein direkter Erfolg. Wenn ein Footballspieler einen Touchdown macht, das ist Gott. Wenn Kinder schwimmen und ein paar trinken, das ist Gott. Wenn du eine Blutinfektion durch ein Streuen der Katze bekamst, das ist Gott. Wenn ich nicht weiß, warum ein Baum so aussieht, das ist Gott. Ich sollte wahrscheinlich meine Kinder anrufen. Und meine Frau. Ich frag mich, wo mein Hund hin ist. Los Angeles. Das Land aller Träume. Seht ihr, ich habe ein Bild von Hollywood in einem Rahmen, das Hollywood abbildet. Ich mag Hollywood. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich mache 4 Millionen Dollar in 2 Sekunden. Du machst 4 Dollar in 3 Jahren, Bitch. Mir sind diese Handtücher egal. Wasser aus diesem Waschbecken ist Gold. Schaut euch mal diese Seife an. Es ist bloß Seife. Maurice. Ja? Bitte. Du bist nicht... Sorry. Ich dachte, es wären 4, weil Jared 2 hatte. Aber er wollte ein gelbes und hatte dann noch ein grünes. Deswegen dachte ich, dass er das eine wohl wieder zurückbringen würde. Dann wären es 3. In Ordnung, weiterlaufen. Die einzigen Menschen, die mit Meme... Kein Respekt, Alter. Das geht. Hallo, hier ist Tabi. Wenn ihr wissen wollt, wer gesprochen hat, guckt doch einfach oben oder unten in der Videobeschreibung. Links findet ihr das originale Video von Smosh und rechts seht ihr das letzte Video von Jack & Dub. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen hoch da. Tschüss.